Für Maria Hoffmann wird es gleich dunkel und etwas muffig. Denn hier steigt sie ab in die Kanalisation von Leipzig. Ein eher ungewöhnliches Programm für einen Samstagmorgen. Also ich hätte es mir schon ein bisschen sauberer vorgestellt. Aber so sieht man halt auch mal einen Alltag. Was ich denke, der wird auch noch schlimmer sein. Also noch schmutziger und noch dunkler. Man hat es ja auch gesehen, wenn die Lichter dann weg sind. Da halt wirklich unter schwierigen Bedingungen zu arbeiten, ist schon wirklich hart. Dabei ist die Motivation der unterirdischen Führung groß. Ihr Ehemann Patrick Hoffmann ist nämlich fast täglich unter der Erde. Er arbeitet für die kommunalen Wasserwerke und wollte seiner Frau seinen Arbeitsplatz zeigen. Ich bin einer von denen, die da tagtäglich unten sind und diesen Kanal instand halten. Und ich wollte eigentlich meine Frau und auch Familie mal dazu überreden, das sich mal anzuschauen, weil sie können sich eigentlich nie ein Bild machen, was ich da eigentlich tagtäglich mitmache. Den ganzen Tag werden in der Richard-Wagner-Straße Besuchergruppen durch den Kanal geführt. Der wurde dafür extra mit Lichterketten aufgehübscht. Ganz so komfortabel ist es für die Mitarbeiter also nicht immer. Die Arbeit heute dagegen ist eine schöne Abwechslung. Nein, da freuen sich eigentlich alle Kollegen drauf, das so zu machen und den Leuten, weil dann ja auch ein Interesse da ist, das zu erklären, was wir tun, das ist schon immer so ein kleines Highlight mit. Nach etwa 30 Minuten hat auch Maria Hoffmann die Besichtigung der Kanalisation geschafft. Schutzkleidung, Helm und Gummistiefel werden nun frohen Mutes weitergereicht.